Der Wald, für viele Jugendliche nichts Besonderes. Doch die sogenannten Trails und Sprungschanzen deuten auf etwas ganz anderes hin. Höher, schneller, weiter ist das Motto der Downhill-Fahrer. Und es steigert sich immer mehr. Nervenkitzel pur. Noch einmal in die Pedale treten und schon ist die Höchstgeschwindigkeit erreicht. Der Kicker kommt näher und Sprung. So fühlt sich Downhill-Fahren an. Beim Downhill-Mountainbiking muss eine bergabführende Strecke im Gelände möglichst schnell gefahren werden. Neben der Geschwindigkeit sorgen natürliche und künstliche Hindernisse für zusätzlichen Reiz auf den Trails. Allerdings werden für das Downhilling besondere Fahrräder und spezielle Ausrüstung benötigt. Dabei gilt, desto waghalsiger der Fahrer ist, umso besser muss seine Ausrüstung sein. Downhill ist halt ein sehr risikoreicher Sport und trotz ausreichender Protektoren kann es halt immer wieder vorkommen, dass man sich auch schwere Verletzungen zuzieht, wie bei mir zum Beispiel ein zersplittertes Schlüsselbein und ein kaputtes Knie. Die Ausrüstung wird aber trotzdem zur Risikominimierung empfohlen. Aber warum wird dieser gefährliche Sport überhaupt ausgeübt? Für viele Downhill-Fahrer ist es die Community, da sich jeder hilft und man zusammen etwas unternimmt. So baut man zum Beispiel zusammen neue Trails und fährt gemeinsam herunter. Aber für viele ist es auch einfach der Besitz des Bikes oder der Adrenalinkick, der beim Fahren bzw. vor der Abfahrt entsteht. Ja, insbesondere zum Adrenalin kann man sagen, dass das ein Hormon ist, welches im Körper gebildet wird und letztlich auf das autonome Nervensystem wirkt. Die Wirkung ist zum Beispiel gesteigerte Herzfrequenz oder auch eine Steigerung des Blutdrucks. Und der Mensch ist dann in der Lage, kurzfristig einfach leistungsfähiger zu sein. Junge Leute denken nicht viel nach und fahren einfach los, ohne sich über die Risiken bewusst zu sein. Natürlich gehören Verletzungen auch dazu, wie zum Beispiel Kreuzbandrisse und Wirbelbrüche. Jedoch existiert dieses Risiko auch in anderen Sportarten. Eine große Gefahr ist der Sturz auf das Genick. Um diese Gefahrenquelle zu vermeiden, tragen viele einen Nackenschutz. Beim Autofahren entstehen einige Unfälle aufgrund anderer Autofahrer. Aber beim Downhilling muss man sich meist selbst für Unfälle verantworten. Um das Hobby praktizieren zu können, bedarf es einer körperlichen Höchstleistung. Aber dennoch gibt es viele Probleme. Also das erste große Problem ist, das sind die hohen Kosten für die Ausrüstung und die Bikes und für Reparaturen, die es zwischendurch immer mal auf jeden Fall gibt. Dann das zweite große Problem sind auf jeden Fall die Förster. Man braucht eine Erlaubnis, um hier irgendwo im Wald einen Trail bauen zu können. Wenn man jetzt irgendwie einen Trail baut ohne Erlaubnis, dann ist es illegal, dann wird es abgerissen vom Förster. Geschieht der Bau des Trails im Einvernehmen mit dem Förster, ist Downhill für viele ein faszinierender Sport. Aber man sollte seine Grenzen kennen und den nötigen Respekt vor der Geschwindigkeit und den Hindernissen haben. Und was haltet ihr davon?